hier im Don Bosco Club wurden verschiedene Angebote angeboten. Es gab einmal das Musikangebot, wo wir eigene Songs geschrieben haben und aufgenommen haben. Es gab das Graffiti-Angebot, wo die Bühne gestaltet wurde mit Graffiti, und es gab einmal ein Tanzangebot. Das lief parallel, aber an verschiedenen Tagen, einmal die Woche. Und Ziel war, das alles dann zusammenfließen zu lassen in eine gemeinsame Show. Also ich finde das besonders klasse, so Projekte wie zum Beispiel Musik for Everybody hier bei uns im Haus zu haben, weil es die ganze Arbeit nochmal ganz anders aufwertet als das, was wir sowieso schon machen. Es gibt verschiedene Ansätze, nochmal neue Themen, und die Kinder und Jugendlichen werden so mit einbezogen. Und das finde ich ganz besonders toll. Das war gut, ein gutes Gefühl, weil ich wollte auch mal rappen und dann auch mal auf Instagram oder so sein. Dann habe ich ihn gefragt, kannst du mitmachen? Da haben wir das lange gemacht, geübt, geübt, geübt. Dann irgendwann zu einem Beat rausgekommen. Ich glaube, dass viele Kinder und Jugendliche auch gerade in einem Brennpunkt, in dem wir hier auch sind, nicht immer die Möglichkeit haben, von Haus aus tolle Angebote mitzumachen, wie zum Beispiel Kino, Theater, Aufführungen aller Art. Und deswegen ist es gerade jetzt wichtig, auch hier zu sagen, wir geben euch die Möglichkeit, vielleicht habt ihr sie woanders nicht, und hier könnt ihr was Neues erfahren, was ihr vielleicht vorher noch gar nicht gesehen habt. Und deswegen ist es besonders wichtig und toll, dass das Projekt hier in dem Haus stattfindet. Das erste Mal, als ich gekommen bin, war ich sehr nervös. Und dann habe ich mir da gefallen, und dann bin ich jede Woche hingegangen. Clubs für Jugendliche, die so schön das gestalten, dass sie sich treffen können und so viel interagieren, gibt es nicht. Ne? Beziehungsarbeit im Kinder- und Jugendzentrum ist das A und O. Weil sonst kommen die Kinder und Jugendlichen nicht. Und wenn du eine gute Beziehung hast, kommen sie immer wieder und fühlen sich wie in einer Art, ja, wie in einer Familie. Sie werden auf jeden Fall mehr selbstbewusst. Am Anfang, sie trauen sich nicht, Sachen zu sagen, zu machen oder zu probieren. Und am Ende ist das ein, also die sind andere Kinder. Es ist eine sehr, sehr krasse Entwicklung, finde ich. Sie vertrauen an sich selbst. Da ich halt damals sehr, ich sag mal, zu war und schüchtern, habe ich halt durch ihr Coaching Selbstbewusstsein halt ein bisschen gekriegt. Und das hört man auch in der Stimme zum Beispiel. Wie hat uns gezeigt, dass man nie aufgeben soll und immer weitermachen soll. B hat uns beigebracht, dass man aus den Fehlern etwas improvisieren kann und daraus lernen. Sich dann auf die Bühne zu stellen vor ganz vielen Menschen, ist für viele eine Herausforderung und sind wichtige Erfahrungen, die man machen kann. Von der Persönlichkeitsentwicklung sehr schöne und wichtige Erfahrungen. Und andererseits fördert es natürlich auch die sozialen Kompetenzen, wenn man zusammen mit anderen Menschen arbeitet. Wie viel kann ich mich einbringen? Wie viel kann die andere Person? Wo muss ich zurückstecken? Kompromisse finden? Und am Ende, durch diese ganze Interaktion, bildet sich natürlich auch eine Nähe zwischen den Menschen und ein Gruppengefühl. Das Beste heute war einfach so, dass meine Eltern und sowas alle waren auch wieder da. Und ich mag das richtig, wenn ich meine Eltern so dabei halt auch stolz sehe und so. Dass man einfach keine Angst vor sowas haben muss, sondern einfach zeigen muss, was man drauf hat, und einfach aus sich rauskommen muss. War das halt schon cool, so vor mir so ein Publikum zu haben, den kleinen Kids auch zu zeigen, so wie wir Musik machen. Und auch, es war auch halt natürlich schön, so zu sehen, was die machen, so wie viel Mühe die sich auch dabei geben. Das, was ich persönlich realisiere, wenn ich hier arbeite, wir als Gesellschaft sehr stark das Bedürfnis haben, wirklich miteinander zu wachsen und jeden Mensch auf die Erde zu respektieren. So, das Schönste an die Sache, an die ganze Sache ist, dass man wirklich realisiert, dass man auch von Kindern, die nicht so talentiert sind, wenn man wirklich investiert und Zeit gibt, dass die Talenten wachsen können.
Wir haben ja jetzt über einen längeren Zeitraum auch zusammengearbeitet. Ich glaube, da hat sich schon viel getan, sowohl untereinander, dass man gemerkt hat, ne, man ist auch an Grenzen gestoßen und hat gemerkt, wow, das geht nicht und das geht doch. Und mal gab es Streit, mal kam man dann wieder zusammen, also wie es halt so ist in menschlichen Beziehungen. Aber ich glaube, das hat insgesamt, wenn man den ganzen Weg betrachtet, sowohl die Teilnehmer wie auch die Dozenten sehr zusammengespeist und am Ende sind sehr schöne Ergebnisse entstanden. Ich glaube, untereinander hat sich viel bewegt, ist viel passiert und ist eine wertvolle und schöne Erfahrung für alle.